Mein Name ist Sebastian Breuer. Ich bin hauptberuflich angestellt bei der Firma Schwalbe und betreibe mit meiner Frau Christina das kleine Kaffeebohnen-Startup Lenas Coffee Brand. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann fahre ich mit deinen Jungs schnell Fahrrad. Wir sitzen jetzt hier im wunderschönen Bensheim. Das ist direkt am Odenwald gelegen, das perfekte Trainingsgebiet, also alles, was man braucht, Anstiege, flache Runden, aber auch viel Wald, wo man mit dem Gravelbike super gut fahren kann. Und hier sind wir jetzt seit rund anderthalb Jahren, dass wir hier wohnen und fühlen uns super wohl. Nachdem sich die Maße von meinem Rahmen bzw. Der Achse ein bisschen geändert haben, hat es jetzt noch eine Sonderlösung bezüglich meinem Gepäckträger gebraucht. Und zwar werde ich ihn jetzt nicht, wie ursprünglich vorgesehen, hinten an der Steckachse festmachen können, sondern werde auf eine Sonderhalterung ausweichen müssen, die es mir ermöglicht, den Gepäckträger am Rahmen festzumachen. Und damit alles hält, gibt es auf jeden Fall erstmal einen fetten Klecks Loctite. Und dann hoffen wir, dass es 4.500 Kilometer hält, wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Das erste Mal, dass ich mich im Grunde genommen einer Veranstaltung gewidmet habe im Bikepacking-Bereich, war 2019. Das war kurz vor der Weltmeisterschaft damals, der Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft. Meine komplett andere Herangehensweise, die damalige Turin-Nizza-Rallye von Turin nach Nizza über die Seealpen, 600 Kilometer und ich glaube roundabout 21.000 Höhenmeter. Ich glaube, dafür hätte mich wahrscheinlich jeder Sportwissenschaftler irgendwie zum Mond geschickt. Aber für mich war das halt die perfekte Vorbereitung, weil ich einfach tiefenentspannt aus der Sache rausgekommen bin und habe da für mich festgestellt, ja, dass ich das in Zukunft einfach öfter machen und erleben möchte. Ja, und dann macht man sich natürlich die Gedanken und so wie das bei mir leider immer ist, ich kann nicht klein anfangen, ich muss direkt groß anfangen und habe mich dann tatsächlich für das Abenteuer Transcontinental Race angemeldet und habe den Startplatz dann auch tatsächlich bekommen und warte jetzt seit 2,5 Jahren drauf, weil das natürlich wegen Corona leider ein paar Mal ausgefallen ist. Und jetzt geht's bald los. Mein erstes richtiges Bikepacking-Rennen in dem Sinne. Ja, die letzte Woche, die letzten 5 Tage vor dem großen Start im Transcontinental, die waren jetzt nochmal ordentlich stressig. Klar, Tasche packen, nochmal die letzten Änderungen vornehmen am Fahrrad, wie auch an der Route nochmal irgendwie alles gegenchecken, das was man halt so macht. Das ist ein bisschen wie in der Schule früher, irgendwie die Prüfung kommt näher und näher und ja, dann fällt einem auf, man hat das nicht, man hat das nicht, man hat das nicht. Ja, und am Ende ist man aber irgendwie, dann kommt der Zeitpunkt, wo man los muss und ja, dann muss man das irgendwie auf Seite schieben. Jetzt sind wir inzwischen in Belgien, super Wetter hier, gerade eben eine schöne Runde gedreht, nochmal ein bisschen die Beine locker gefahren, heute Abend nochmal ein leckeres Essen und dann morgen geht's los. Und dann habe ich es quasi nicht mehr in der Hand, dann gebe ich mich dem Schicksal hin und schauen, was dabei rauskommt. Gotta get up when I fall. No lie, man, I've been here before. It always gets cold before the war. You can feel that feeling in the air. The whole world feels it everywhere. They look to the sky, they stop and stare. I feel the earth shake, but I'm prepared. I know I'm ready. Give me that weight that's heavy. Strong for the fight, so steady. One against many, more than a Billy. Write that braille till the whole world feel me. I will gladly give all that it takes. Till the gas is all gone in the tank. Ain't no stopping, I'm not gonna break. Matter of fact, I'm just picking up pace. This is what I was made to do.
The end is near, I'ma see it through. They all look to me, ain't got no choice but to succeed. I can feel it, I'm ready. I'm unstoppable, hard work all day. Go hard, always, won't quit, no way. Unstoppable, game on, too tough, all in. Aufregung kommt immer mehr, würde ich jetzt sagen. Also es ist schon, er wird ruhiger, emotionaler. Ja, ich glaube, der ist ziemlich aufgeregt, was ihn erwartet, weil er es gar nicht kennt. Klar, ist ja für uns alle, also jetzt auch für mich und so, ein Riesenabenteuer heute. Ich kenne den Sebastian, seitdem wir uns kennengelernt haben, als Sportler. Und auch immer ein bisschen extremer. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Nummernausgabe. Also es gibt ja keine richtige Startnummer, das ist ja so eine Cappy. Vorne auf dem Schirm die Nummer drauf ist, bei mir 210. Dann geht es noch zum Bike-Check. Da wird dann so ein bisschen kontrolliert, ob das Bike soweit fahrtauglich ist für die Reise. Was Licht, Reflektoren, Warnweste für die Nacht angeht. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann gibt es abends noch ein Riders Briefing und um 22 Uhr ist dann der scharfe Start. Er hatte auch mal eine Zeit lang, wo er dachte, wie bescheuert bin ich eigentlich? Warum mache ich den ganzen Kack eigentlich? Warum muss ich immer das Extreme haben? Und ich habe dann einfach zu ihm gesagt, ja, das bist halt du. Du willst immer irgendwo eine Herausforderung. Das ist es jetzt, weil er überhaupt nicht weiß, wo er sich einschätzen soll. Es ist ja was anderes, als wo man wusste, okay, der ist gut, der ist weniger gut, ich fahre da im Mittelfeld oder ich bin vorne dabei. Das sieht man hier den Leuten nicht an und kann das somit gar nicht einschätzen. We've got Ulrich, we've got Christoph Strasser, we've got yourself, we've got a few guys who's this is their first TCR and for some their first unsupported race. Yeah. Why do you think there's this crossover into unsupported long distance racing from sort of other sports? I think it's a whole new level of competition. So it's not just about the good legs or the being the fastest guy here. I think it's about your strategy, about sleeping, about the route planning and all that stuff. I think that's such a big project and the best will take the win. Jetzt wünschte ich mir, wir hätten nochmal 2,5 Jahre. Nein. Er wird das schon gut machen. Ich glaube, wenn er erstmal losgekommen ist, dann wird alles gut. Dann löst sich bei ihm auch die Anspannung, hoffentlich. Was? Wenn du jetzt einmal losgefahren bist. Lena, kommst du mal her? Und ich habe 2,5 Jahre lang wirklich gedacht, ich bin ultra bereit und ich habe richtig Bock. Jetzt, wo es losgeht, denke ich mir so, oh, scheiße. Ich hätte ganz gerne nochmal 2,5 Jahre. Hab ich ja gerade auch gesehen. Das wäre jetzt irgendwie ganz nice. Lass mal nach Hause fahren, wir kommen einfach 2,5 Jahre mal wieder. Da hat ja irgendjemand die Tage auch den Spruch gebracht, es gibt keinen Bereich, es gibt halt nur den Zeitpunkt, wo es losgeht. Und tatsächlich hat das erst so für Quatsch gehalten, aber es ist echt so. So, hoppi galoppi. Mhm. How many kilometers you going? 4,500. 4,500? Yes. You're fucking crazy. What's wrong with you? Yeah, I don't know. Good luck, man. Yeah, thanks. I wish you all the best. Yeah. I said, pretty little mama, it really got me torn up. Make a youngin' wanna pour up. You the one I wanna call up. I said, pretty little mama. Dass er jetzt den Popo eingeklebt. Hm? Hier ist halt nicht wirklich ein bisschen viel. Im ersten mit Sicherheit nicht. Hast du da noch was dabei? Naja. Mein Joker für die ersten paar Kilometer: zwei Hosen. Ist warm, weil wir in die Nacht reinfahren. Und approved im Winter bei Polster. Sitzt du angenehmer drauf. Das war Bescheid. Gut, wir treffen uns unten an der, also Start ist am Marktplatz.